meine lieben Stiere, herzlich willkommen hier bei mir bei Soul Balance Tarot. Ich bin die Sunny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir starten heute mit eurer Januar-Energie für das neue Jahr. Ich habe extra meinen Glücksklee, meinen Glückspilz, meinen Glücksstein und meine Glücksstandkerze für euch hier auf den Tisch gestellt. Ich möchte euch ganz viel Glück ins neue Jahr mitgeben. Wir schauen mal rein, ihr lieben Stiere, was für eine Überschrift begleitet denn euren Monat Januar? Bitte bedenkt, ist eine Kollektivlegung, kann auf euch zutreffen, muss es aber nicht. Vielleicht treffen auch nur einzelne Fragmente auf euch zu. Spürt bitte rein, seid ehrlich zu euch selber. Eine Kartenlegung soll euch nur Impulse, Energien und Ideen mit auf den Weg geben. Ihr habt den freien Willen, ihr spürt, wann diese Legung intuitiv für euch gedacht ist. So, eine Karte hätte ich ganz gern noch. Was bekommen wir denn noch für den Stier? Vielen Dank für den Monat Januar. Wir starten, wow, ihr Lieben, die 9 der Kelche, die Schatzinsel. Ihr seid hier auf dem Weg Richtung Wunscherfüllung, emotionale Erfüllung, Richtung glückliche Stunden, Momente, Zeiten, alles, was euch glücklich macht. Ihr möchtet hier endlich wieder im Flow des Lebens sein, Richtung Wasser, euch umgeben mit allen Gefühlen, Emotionen, dürft euch hier öffnen, allen Chancen, die euch gezeigt werden, dürft hier mal rein in das Wasser springen, voller Herzchen, voller Erfüllung. Wir schauen mal, wo geht's denn für euch hin? Ja, ne, für die ein oder anderen mit der Nummer 34 geht es hier um den Beistand, um die Familie. Vielleicht möchtet ihr eine Familie gründen, ihr bekommt vielleicht Unterstützung von Freunden und Familien, ne? Weil hier mit der 34 runterreduziert ist die 7 im Tarot der Wagen. Du hast hier einen Fokus, du weißt, dass du vielleicht Beistand, Hilfe und Unterstützung gebrauchen könntest oder fragst dich vielleicht, inwiefern du jetzt Erfüllung in deiner Familie, in deinem Beistand bekommst. Wir schauen mal weiter. Wow, ihr Lieben. Ja, ne, die Seelenfamilie. Nichts anderes habe ich die ganze Zeit im Kopf gehabt, aber jetzt sagen wir es halt auch. Hier haben wir die Karte 51, die Seelengefährten. Hier geht es um entweder die richtige Familie, um eure Seelenfamilie, um eure Herzensmenschen, die euch umgeben, um den Seelengefährten, um den Seelenpartner, die euch hier eventuell schon unterstützen, beiseite stehen oder ihr seid auf der Suche nach euren Seelengefährten, wollt gern Unterstützung haben, endlich angekommen sein in eurer Seelenfamilie. Hier mit den 9 der Kelchen werdet ihr ins Glück schwimmen sozusagen. Wir schauen mal drunter. Wenn du denn Ordnung geschaffen hast oder es schafft, Ordnung zu schaffen und gewisse Sachen hier zu reparieren. Ihr Lieben, wir fragen jetzt noch mal eine Karte, brauche ich noch? Bekomme ich noch eine Karte nach den Seelengefährten für die Zukunft von den lieben Stieren oder ist die Schatzinsel schon wahrscheinlich eure Zukunft? Der Frieden, wow! Weitergehen, ja, ne? Hier durftest du in der Vergangenheit Situationen verlassen, die sich dir nicht mehr stimmig angefühlt haben, die dich nicht mehr glücklich gemacht haben. Hier darfst du jetzt Frieden schließen, weil du erkennst, du möchtest hier rein Richtung emotionale Wunscherfüllung, Richtung glückliche Stunden, Minuten, Zweisamkeit, auch Verbindungen und Verträge, die dich hier emotional glücklich machen. Du bekommst hier Unterstützung von deiner Seelenfamilie, von deinem Seelengefährten, kannst damit Frieden von der Vergangenheit schließen und da kommst hier in deinen Selbstwert, in deine Selbstliebe und in deine Wunscherfüllung, wenn du denn stetig in deiner Selbstfindungsphase, weil wir hier die 45 haben, reduziert sich runter auf die 9 der Eremit im Tarot. Wenn du hier Stück für Stück weitergehst, nehme ich deinen Weg Richtung Portal, Richtung die Schatzinsel, Richtung Erfüllung glücklicher Stunden. Ja, hier haben wir auch noch, ne, die 8 der Kelche, ihr Lieben. Hier verlasst ihr Situationen, die sich nicht mehr gut für euch anfühlen. Schweren Herzens geht ihr hier weiter Richtung Wunscherfüllung, Richtung Heilung, Richtung 2 der Kelche, weil die 8 der Kelche vom Weitergehen sind die 9 der Kelche. Schauen wir mal. Ja, ich fange ja gleich an und schon wieder kommen so viele Zusatzbotschaften. Hier darf Altes zusammenbrechen, damit Neues aufgebaut werden kann. Der Turm kann von außen eine radikale Energie sein, die etwas zum Zusammenbrechen bringt, zum Zusammensturz.
Hier mit den 10 der Stäben geht es um Überlastung, Überforderung, Erschöpfung, Burnout, depressive Phasen. Hier hast du dir vielleicht zu viel aufgeladen. Du möchtest jetzt weitergehen, nämlich Richtung Glück, Richtung Wunscherfüllung, möchtest Frieden schließen. Und wir schauen mal, ja, möchtest Chancenpotenzial auf Wachstum annehmen, möchtest deiner Leidenschaft folgen. Und ich würde jetzt ganz gerne einfach mal mit meiner Legung anfangen. Ihr seid ja richtig gesprächig, ihr Lieben. Ihr bekommt auf alle Fälle Hilfe und Unterstützung von eurer Seelenfamilie, von einem Seelengefährten, wenn ihr denn hier Frieden schließt mit der Vergangenheit, mit Menschen, die sehr harsch ihre Worte gesprochen haben, für den einen oder anderen vielleicht auch Vaterthemen, ne? Wie sagt man, unterkühlte emotionale Abhängigkeit. Das heißt, ihr befreit euch hier von Menschen, die zu kühl zu euch waren. So, wir schauen mal. Nachher lunzen wir noch ans Unterdeck. Wir haben hier die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft, die Herausforderung und den Tipp der Karten für den Monat Januar. So, wo kommt ihr her, ihr lieben Stiere? Ja, ihr kommt, wie haben wir es gerade eben schon gesehen, schaut mal, wie toll das ist, aus den 10 der Stäben. Die Karten zeigen sich einfach nochmal, weil sie gesehen werden wollen. Das heißt, ihr kommt hier aus der Vergangenheit, aus Erschöpfung, aus Überlastung. Ihr habt hier einfach mit der Zahl 10 die Zahl der Vollendung. Ihr könnt hier nicht mehr noch auf eure Schultern aufladen. Ihr seid hier schon am Limit. Ihr habt vielleicht jetzt hier Hilfe und Unterstützung notwendig, weil ihr kräftetechnisch einfach am Ende seid. Ihr habt hier vielleicht zu viele Belastungen und Verantwortung gehabt, vielleicht auch bezogen auf den Beistand. Auf Familienthemen habt ihr euch hier vielleicht zu viel aufgeladen, ne? Stress, Erfolg, Druck, gerade die 10 der Stäbe. Man kann das eine ganze Zeit lang standhalten, aber irgendwann bricht man unter dieser Verantwortung zusammen. Du darfst jetzt hier Stäbe abladen, darfst gerne auch Verantwortung an deinen Beistand abgeben, ne? Kann bezogen auf ein Arbeitsprojekt sein, zu viel Arbeit, zu viel Stress, hast vielleicht auch in der Beziehung, in der Partnerschaft, in der Familie jetzt gerade mit Weihnachten und so zu viel Stress gehabt. Du darfst hier aussteigen aus der Überforderung, aus der Überlastung, bist kurz vorm Burnout, ne, hier in der Vergangenheit gewesen. Wir klären mehr, was bekommen wir noch zu den 10 der Stäben? Das ist aber viel. Da stecken wir noch mal rein. Was hat denn die lieben Stiere in die 10 der Stäbe getrieben? Wo packt ihr euer Hab und Gut zusammen? Ja, ihr wollt hier neue Fähigkeiten erlernen, neue Möglichkeiten ergreifen, ne? Gerade mit dem Bube der Münzen geht es hier um die Finanzen, um den Beruf, um euer Zuhause, um eure Familie. Der Bube der Münzen erlernt hier neue Fähigkeiten, hat handwerkliche Fähigkeiten. Vielleicht habt ihr hier einfach zu viel gearbeitet, ne? Jetzt kommt Kommunikation auf euch zu, bezogen auf eure Stabilität, auf eure Fundamente. Ihr möchtet hier etwas Neues erschaffen, vielleicht auch mit dem Beistand, mit der Familie. Geht es hier um die Gründung von etwas Neuem, von einer Fähigkeit, die ihr hier neu dazugelernt habt. Vielleicht hat der ein oder andere hier auch eine Ausbildung, Weiterbildung gestartet, die euch jetzt final an eure Kräftegrenze bringt. Ne? Hier habt ihr aber Hilfe und Unterstützung und wartet, eine Karte schmeißt sich unter den Tisch. Ihr dürft hier mit den 9 der Schwerter nämlich aussteigen aus dem Gedankenkarussell, aus Sorgen, Kummer, Ängsten. Habt ihr hier vielleicht in der Vergangenheit sogar gehabt, schlaflose Nächte, habt vielleicht nicht gewusst, ne, wie soll denn der Neuanfang im Beruf ausschauen, der Neuanfang in Verbindungen und Verträge, Beziehungen, Partnerschaften auf Augenhöhe. Habt hier vielleicht nochmal geschaut, ist denn der Beistand, den ihr habt, ist das genau das, was ihr haben wollt, ne, Richtung. Und hier haben wir sie, ne, schaut mal, die 9 der Kelche, haben wir genau hier die Schatzinsel. Ihr dürft hier euer Zepter in die Hand nehmen, dürft voranschreiten für Verbindungen und Verträge, Herzensentscheidungen, Herzensangelegenheiten, die euch glücklich machen, die euch erfüllen. Ihr dürft hier mit dem Bube der Münzen an Stabilität und Sicherheit arbeiten, auch wenn langsam und in kleinen Schritten kommt ihr hier aber aus der Vergangenheit vielleicht deswegen aus dem Stress raus. Hier geht es ums praktische Planen, auch um die neuen Fähigkeiten und auch darum, neue Fähigkeiten zu entwickeln, nämlich hier aus dem Gedankenkarussell auszusteigen, ne? Er freut sich hier, dass er eine Sandburg gebaut hat.
Hier wollt ihr lieber kleine Brötchen backen und aus der Verantwortung, aus dem Stress, aus der Überlastung rauskommen. So, wir schauen mal, wo seid ihr denn gegenwärtig jetzt in diesem Monat? Ja, ihr nehmt euch hier Zeit für euch auf der Selbstfindungsphase, haltet innen, nehmt euch eine Pause, ne? Der Eremit zieht sich zurück vom Trubel, möchte innen, geht auf einen Berg hoch, bringt sein Licht zum Leuchten, geht nach innen und schaut, was erfüllt mich, wie kann ich denn aus den Erfahrungen der Vergangenheit, aus den Belastungen, ne? Aus der Verantwortung, aus dem Druck meine Konsequenzen ziehen, wie kann ich mich hier weiterentwickeln, wie kann ich hier ein Lehrer sein, auch für andere und mein Wissen, gerade im Bereich der Seelengefährten weitergeben. Hier bist du jetzt momentan auf deiner Selbstfindungsphase, nimmst dir Zeit für dich, überprüfst deine Seelenfamilie, deine Seelengefährten, schaust eben, wie wir es gesehen haben, was macht dich glücklich, darfst dir hier mit den Fiederschwertern eine Pause nehmen, Zeit für deine Heilung, für deine Selbstfindung, für deine Innenschau, denn du darfst schauen, wo rentiert sich deine Zeit, deine Arbeit, was macht dich langfristig gesehen glücklich, was bringt dir langfristigen Erfolg, ist dir das dienlich, wo möchtest du mit deiner Seelenfamilie hin, mit deinem Seelenpartner oder deiner Seelenpartnerin? Bitte bedenkt, die Legungen sind geschlechterneutral, dreht es euch bitte um, ich lege immer aus der Sicht einer Frau, hier gerade mit den Münzen. Geht es darum, dass du dir Stabilität und Sicherheit erarbeitest. Du möchtest hier endlich zu Hause angekommen sein. Du möchtest vielleicht auch ein Haus kaufen, ein Haus bauen. Darfst du hier aber auch mal Pause nehmen. Bist vielleicht deswegen aufgrund der neuen Möglichkeiten erschöpft. Gib hier was an deine Seelengefährten ab. Du bekommst hier Unterstützung von deiner Seelenfamilie, wenn du dir Zeit für dich nimmst, um zu erkennen, wohin du möchtest. Ja, ihr Lieben, ne? Anerkennung und Wertschätzung. Vielleicht erwartet hier der ein oder andere immer Anerkennung und Wertschätzung von dem Seelengefährten, von eurer Seelenfamilie. Hier werdet ihr Sieg, Teilerfolge einfahren, wenn ihr dann in die Selbstfindungsphase geht. Ihr wollt hier jetzt endlich ankommen, wollt euren Sieg einheimsen, wollt endlich eure Seelenpartner treffen, eure Seelengefährten finden, wollt euch mit Menschen umgeben, die euch glücklich machen, wollt aus der Überlastung und Überforderung aussteigen. So, wir schauen mal, gerade in der Zukunft die Karte Frieden. Hier geht es um Frieden schließen mit der Vergangenheit, meines Erachtens mit etwas ganz neu starten. Ne? Auch hier die Nummer 23 reduziert sich auf die 5 runter. Im Tarot ist der Hierophant. Hier geht es um lange Beziehungen, lange Projekte, auch um die Ehestandskarte, um verbindliche Partnerschaften, Verträge. Ne? Hier geht es darum, auch auf die Botschaften des Universums zu vertrauen, den versteckten Segen des Gedankenkarussells, der Vergangenheit, der Überforderung zu erkennen und eben hier auf der Selbstfindungsphase in Frieden zu kommen, nämlich sich Zeit für seine Heilung zu nehmen, dann, wenn du dich hier erholt hast, ne, Erholung bezogen auf die ständige Arbeit, die du investiert hast, darfst du dir hier Anerkennung und Wertschätzung von außen bewusst sein, du wirst hier langfristigen Erfolg einfahren, vielleicht auch der ein oder andere, ne? Die 10 der Münzen steht für alles, was langfristig ist, bekommt hier ein Erbe, möchte vielleicht langfristig eben Erfolg haben, möchte langfristig gesehen vielleicht ein Erbe nach Hause bringen. Hier schauen wir mal rein in naher Zukunft. Wow, ihr Lieben, geht es hier um das Geben und Nehmen mit den 6 der Münzen. Hier möchte sich die Waagschale für dich endlich ins Gleichgewicht bringen. Hier hast du vielleicht immer nur, ne, gegeben, deswegen bist du so erschöpft. Jetzt darfst du hier in naher Zukunft Frieden schließen mit der Vergangenheit, darfst hier schauen, dass du ins Empfangen kommst, darfst weitergehen von den belastenden Situationen und darfst jetzt hier ins Empfangen kommen. Nämlich es ist Zeit für dich auch mal etwas zu erhalten, nämlich Verbindungen und Verträge auf Augenhöhe, Partnerschaften, Seelengefährten, Herzensentscheidungen, Herzensangelegenheiten, die dich glücklich machen und langfristig in deinen Erfolg bringen. Ja, ihr Lieben, ne? Schließe Frieden mit Chaos und Konflikt, mit ego-behafteten Menschen. Hier ging es um Situationen, wo man sich nur noch in Sicherheit bringen konnte. Vielleicht hast du auch noch mal eine Herausforderung im Januar, mit der du jetzt in naher Zukunft Frieden schließen kannst. Hier mit den 5 der Schwertern geht es quasi auch um verletzende Worte, Gedanken, die sich hier noch mal zeigen. Chaos, Stress, Streit, Unruhe,
Vielleicht möchtest du hier jetzt in naher Zukunft in Frieden kommen, möchtest endlich dir hier Zeit nehmen, um zu heilen. Ne? Hier hast du vielleicht eine Niederlage, die du einstecken musstest oder aber fühlst dich manchmal empathielos. Hier geht es aber um Menschen, die eben sehr egoistisch sind oder waren. Mit diesen darfst du jetzt in naher Zukunft Frieden schließen. Du darfst schauen, was ist für dich denn wichtig? Wie kommst du denn in dein Ausgleich, in deine Balance? Darfst die Zweifel, ne, Herz und Verstand hier in Einklang bringen, die Zweifel gehen lassen, darfst hier mal die Augenbinde abnehmen und mal genau hinschauen, hast vielleicht immer, ne, dir immer nur noch mehr aufgeladen, jetzt ist Zeit, Frieden zu schließen, hinzuschauen, zu erkennen, was brauchst du, was macht dich glücklich. Ja, ihr Lieben, und jetzt klären wir mal hier noch die Schatzinsel. Du darfst hier mit der Mäßigkeit, große Arcana-Karte, in die Heilung kommen. Nichts anderes sagt die Mäßigkeit, Ausgleich, Balance, Harmonie, Frieden, Heilung. Für dich ist es wichtig, aus dem Chaos und Konflikt auszusteigen, in die Akzeptanz und Vergebung zu kommen, Sachen, Menschen, Situationen hinter dir zu lassen, deinen eigenen Weg anzutreten, nämlich Richtung Erfüllung, langfristigen Erfolg, Anerkennung und Wertschätzung, um dich hier erstmal gut um dich selber zu kümmern, dich dem Fluss des Lebens wieder hinzugeben, darauf zu vertrauen, dass du in deinen Selbstwert, in deine Selbstliebe findest oder ja, dich angekommen fühlst hier mit dem Flow des Lebens sozusagen, dich hier in das Heilwasser der Mäßigkeit gibst und für Heilung sorgst, nämlich, dass es jetzt auch Zeit ist, etwas für dich zu empfangen. Bekomme ich noch eine Karte oder haben wir alles gesagt? Ja, plötzlich, ne, ihr Lieben, der Turm. Hier brechen alte Strukturen zusammen, alte Glaubenssätze, alte Verhaltensmuster, alles Alte, was du nicht mehr brauchst, darf hier zusammenbrechen. Wenn von außen der Turm in Erscheinung tritt, dann geht es hier um Sachen, die du nicht mehr brauchst. Hier geht es um Herzheilung, Herzöffnung. Meines Erachtens kommt mir hier so rein. Hier geht es darum, endlich wieder Wärme, Liebe in deinem Inneren zu finden, dich zu distanzieren von Chaos und Konflikt, von zu viel Verantwortung, zu viel Druck, zu viel Belastung. Vielleicht wollte auch Familienangehörige zu viel von dir, haben dich immer wieder in deinem Neuanfang blockiert, hier in Sorgen, Ängste und Kummer gestürzt. Du erkennst jetzt aber im Januar, du nimmst dir Zeit, um deine Selbstfindungsphase anzugehen, um zu schauen, was bringt dir langfristig Anerkennung, Wertschätzung und Erfolg. Und hier möchtest du in Frieden kommen, ins Empfangen kommen, in Ausgleich und Balance. Wow! So, ihr Lieben, wir schauen mal in eure Herausforderung für den Monat Januar. Eure Herausforderung ist hier, euer Geschenk anzunehmen, ne? Das Ass der Münzen. Das Ass der Münzen steht für Chance und Potenzial auf alles Irdische, was man greifen kann, was man hier umsetzen kann, ne? Die Münzen stehen ja für den Beruf, für die Finanzen, für den Wohlstand. Hier gerade im Bereich der Herausforderung geht es darum, nimmst du die Chance, die dir hier mit dem Ass der Münzen gegeben wird, an. Hier geht es nämlich um einen soliden Neuanfang, der dir hier gegeben wird. Ein Geschenk, eine berufliche oder finanzielle neue Möglichkeit, wie ich es hier schon in der Vergangenheit wahrgenommen habe, haben wir hier nochmal die Münzen. Hier geht es darum, schaffst du es, deine Chance anzunehmen, dein Geschenk, was dir gereicht wird, ne? Hier langfristig zu gucken, wo du hin möchtest, langfristig vielleicht einen neuen Beruf zu starten, eine neue finanzielle Möglichkeit oder hier einen soliden Neuanfang hinzulegen. Hier symbolisiert dir quasi die geistige Welt oder das Universum eine Chance, denn die Münzen stehen ja für alles Materielle. Es könnte sich hier wirklich im wahrsten Sinne um ein Geschenk eben handeln oder auch um eine Möglichkeit, die sich dir eben für Stabilität und Sicherheit bietet, beruflich, finanziell oder privat bist du aufgerufen, hier alles unter die Lupe zu nehmen, was dir gegeben wird, gerade vielleicht im Bereich der Seelenfamilie, um zu erkennen, mach Platz von allen Belastungen, allen Verantwortungen, die du nicht mehr brauchst, mach die Schultern frei, die Stäbe, schmeiß sie runter und ergreife hier deine Chancen und Potenziale, die sich dir zeigen möchten. Ja. Als Herausforderung gilt es hier quasi mit den Neun der Stäben, bist du ein verwundeter Krieger, du bist durch viele Herausforderungen gegangen, du hast hier viele Erfahrungen und Entwicklungen hinter dir, brauchst Pause, hast einen Schutzzaun gezogen, grenzt dich hier ab,
Vielleicht kann es sein, dass du hier im Monat Januar die Chance, dein Geschenk gar nicht siehst, weil du dich hier verschacherst sozusagen zu Hause, weil du hier Heilung hast, hier Heilung hast. Sei dir bewusst, all das, was zu dir kommen möchte, kommt. Gehe deinen Schritt oder deinen Weg Schritt für Schritt weiter, dann erkennst du auch hier Chance und Potenzial, wann es Zeit ist, dein Rescue-Zelt zu verlassen. Vielleicht möchte der ein oder andere eine neue Ausbildung starten, wie gesagt, einen neuen Beruf, eine Weiterbildung, ein Studium. Greife hier die Chance. Für was nährst du deine Angelegenheiten? Wo steckst du quasi Kraft rein? Denn die Herrscherin ist ja für Wachstum und Fülle. Sie vereinigt alle Elemente der Königinnen sozusagen. Ne? Schau mal hier, was es braucht, wo du langfristig deine Münze rein investierst, um welche Dinge du dich kümmerst, die dich hier langfristig in deine Stabilität und Sicherheit bringen. Wann ist es notwendig, seinen Schutzzaun abzureißen, Licht ins Innere zu lassen? Wann ist es notwendig, sich die Krone aufzusetzen, für Harmonie und Frieden zu sorgen, dann erkennst du hier auch, wenn du es schaffst, eben loszulassen. Mit den vier der Münzen geht es ja immer ums Festhalten, um Kontrollthemen. Wenn du es schaffst, hier loszulassen, dir bewusst wirst, dass du schon ein kleines Fundament aufgebaut hast, hier gerne Verantwortung und Druck abgeben darfst, erkennst du auch, wo es sich rentiert, deine Zeit, deine Kraft, deine Stärke rein zu investieren, um langfristig gesehen hier und hier in den Erfolg zu kommen. So, ihr Lieben, wir schauen mal in den Tipp der Karten. Die Königin der Schwerter, ja, hier, aber auf dem Kopf, ne? Die Königin der Schwerter ist ja Hilfe und Unterstützung von außen, wenn es nicht eure eigene Energie ist. Das heißt, mit der Königin der Schwerter geht es um Menschen, Freunde, Wegbegleiter, Seelengefährten, Familienangehörige, die dir hier mal bezogen auf neue Projekte, neue Chancen ganz klar und wahr die Wahrheit rational ins Gesicht sagen. Hier geht es um eine Objektivität. Hier kannst du gerne von außen mal Hilfe und Unterstützung bekommen oder annehmen, wenn hier jemand nämlich dir die Meinung zu einer Angelegenheit ganz klar und wahr ins Gesicht sagt. Hier gilt es zum Prüfen quasi, wo stürzt du dich noch in Chaos und Konflikte, wo darfst du Hilfe und Unterstützung annehmen, darfst vielleicht hier aus der Manipulation auch aussteigen, ne? Vielleicht wolltest du hier etwas um jeden Preis erreichen, darfst hier ganz klar deine Wahrheit leben, deine innere Erkenntnisse wertschätzen, du darfst hier Durchbruchsmomente auch mit dem Turm haben, Aha-Effekte, hier geht es darum, lebst du deine Klarheit, lebst du deine Wahrheit, denkst du logisch, intelligent, machst du dich unabhängig, kannst du deine Wahrheit kommunizieren. Wow. Eine Klärungskarte noch für die Königin der Schwerter als Tipp der Karten. Ihr habt hier ganz schön was auf dem Kerbholz sozusagen im Januar. Ihr habt hier ganz schön was zu buckeln aus der Vergangenheit. Jetzt ist Zeit, euch zu befreien. Ja. Übe dich in Geduld, ne? Hier bist du in einem Reifeprozess, in einer Wachstumsphase. Hier kommt mir der Frühjahr rein, das Frühjahr, der Frühling. Hier möchtest du, ne, mit den sieben der Münzen nach einer langen Zeit die Früchte deiner Arbeit ernten. Hier darfst du eben lernen, ganz klar zu kommunizieren, aber nicht zu harsch in deinen Worten zu sein, sondern auch mal dich in die Selbstfindung zu begeben, wo es braucht, hier Ausgleich und Balance zu schaffen, nämlich wo es notwendig ist, in Frieden und in Harmonie zu kommen. Habe hier noch ein bisschen Geduld. Hier gilt es erstmal, Verantwortung, Stress und Druck abzubauen, Chaos und Konflikte loszulassen und dich zu öffnen für die Seelengefährten. Ja, dich zu öffnen für deine Gefühle, für deine Emotionen, für eine Herzheilung, Herzöffnung, emotionale Wunscherfüllung, für neue Chancen und Potenziale, die dich emotional glücklich machen. Hier habe Geduld mit dir selber, schaue, was du brauchst, damit sich dein Kelch füllt, damit du glücklich bist. Hier geht es jetzt darum, zu prüfen, wie möchtest du die Dinge angehen, wo darfst du dich quasi neu verlieben in Chancen, Potenziale, die dir geboten werden, was macht dich glücklich, um langfristige Stabilität und Sicherheit zu erreichen, welche Sachen darfst du ziehen lassen, wo darfst du weitergehen, wo und wie kommst du in deine Selbstliebe, in deinen Selbstwert, nämlich dann, wenn du Chancen und Potenziale hier mit dem Ast der Münzen und dem Ast der Kelche ergreifst und schaust, was
ja, verdient langfristig meine Aufmerksamkeit. Jetzt geht's drum, mach dir deinen Kelch selber voll. Sorge hier für neue Verliebtseinsphasen bezogen auf Situationen, Menschen und Projekte. Erkenne, schließe Frieden mit der Vergangenheit, mit Chaos und Konflikt. Sorge gut für dich, komme in deine Heilung, in deinen Ausgleich. Und ihr Lieben, am Unterdeck, was soll ich sagen, haben wir nochmal das Ass der Stäbe. Ihr, meine lieben Stiere, habt hier Chancen und Potenziale auf Wachstum, auf emotionale Heilung und Wunscherfüllung, auf materielle Geschenke bezogen auf neuen Beruf, neue Finanzen, neue Möglichkeiten, auf Fülle. Hier seid ihr aufgerufen, in eure Heilung zu kommen, damit ihr langfristig gesehen Verantwortung und Druck und Stress abgeben dürft und hier nämlich weitergeht Richtung Selbstliebe, Wunscherfüllung, Heilung und glücklich sein. So, ihr Lieben, wir lunzen hier nochmal ans Unterdeck. Ja, der Magier, ihr Lieben, ihr habt hier alles, was ihr braucht in euch. Der Magier ist der Visionär seiner Zukunft. Ihr habt hier vielleicht in der Vergangenheit manifestiert, vielleicht auch zum Jahresende. Ihr nehmt euch hier für das Jahr 2024 vor, eure Ideen, eure Projekte, eure Visionen hier im Irdischen umzusetzen. Dazu ist natürlich notwendig, erstmal Platz zu machen auf den Schultern, Verantwortung abzugeben, Stress, Druck, Belastungen abzugeben, Licht ins Dunkel zu bringen, wieder zu gucken, was braucht es denn, was euer Seelenfeuer zum Brennen bringt, für was brennt eure Leidenschaft, wo wollt ihr Chancenpotenzial auf Wachstum ergreifen. Ihr habt eine Bombenlegung, ihr legt hier echt einen Endspurt hin, obwohl wir gerade mal im Januar sind, ne? Bitte bedenkt, nicht alles auf einmal, sondern Stück für Stück ins Empfangen kommen, die Waagschale in Ausgleich bringen, sozusagen. Nehmt euch erstmal Zeit für eure Heilung, beruhigt den Geist, genau, ne? Ihr seid mir hier so unruhig, beruhigt den Geist, macht vielleicht Yoga, Meditation, kommt ganz bei euch an, ne? Auch hier mit der Lotusblüte, Harmonie und Frieden ist jetzt wichtig, hier Stück für Stück kommt ihr aus eurem Überschöpfungszustand raus, baut Stück für Stück eure Schutzgrenze ab und ihr Lieben, wir haben hier noch zwei. Die Magie der Erde, ne? Das ist der Magier. Du gehst hier einen neuen Weg, baust dir hier barfuß Stück für Stück einen neuen Weg auf und gehst Richtung 11, ne? Das ist die Gerechtigkeit im Tarot, Karma-Karte in die perfekte Harmonie. Hier, wenn du dran bleibst an deinem Weg, wird sich dir ein neuer eine neue Melodie eröffnen sozusagen. Gib Verantwortung ab, lasse los, komm in den Stirb- und Werde-Prozess. All das, was nicht mehr dienlich ist, darf gehen. Und ihr Lieben, ich ziehe euch noch eine Liebeskarte, die euch denn im Monat Januar begleiten darf, Kraft geben darf. Und sie fällt auf den Sieg, auf die Anerkennung und Wertschätzung. Ihr habt hier Sehnsucht. Durch die Sehnsucht erfährt deine Seele, wie sehr du lieben kannst. Ja, folgt eurem Plan, eurer Leidenschaft, eurer Sehnsucht Richtung Erfüllung, perfekte Harmonie, kommt raus aus dem Gedankenkarussell, kommt rein in eure Anerkennung und Wertschätzung, in eure Eigenliebe, Selbstwert, dann bekommt ihr hier auch schon die ersten Erfolge im Außen zu spüren. Und hier haben wir es, ne? Wege mit Herz, lausche der zarten Stimme deines Herzens. Habe Zeit, habe Geduld, öffne dich für die Chancen und Möglichkeiten im Gefühl. Höre auf deine innere Stimme, auf dein Herz, beruhige deinen Verstand, geh aus der Überschöpfung oder beziehungsweise, ich sage immer Überschöpfung, aus der Überforderung und Erschöpfung raus. Folge deinem Plan, deinen Möglichkeiten Stück für Stück. Du wirst es schaffen, deine Visionen hier in diesem neuen Jahr umzusetzen. Wenn du es schaffst, loszulassen, nehme ich hier auf deine Spiritualität, auf unterbewusste Sachen, Zeichen und Botschaften des Universums vertraust und auf dein Bauchgefühl. Und ihr Lieben, ich muss es euch nochmal zeigen. Schaut mal, hier haben wir ja auch, ne? 36 ist wieder die 9, ist wieder der Eremit. Hier geht es ganz klar für euch, ihr lieben Stiere, im Monat Januar ums Loslassen, um die Selbstfindungsphase. Begebe dich auf einen neuen Weg, folge deiner Leidenschaft. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen mega Januar. Euer Video ist wieder länger geworden. Ich hoffe, für den einen oder anderen war etwas Prägnantes dabei. Würde mich freuen, von euch zu hören. Freue mich immer über die Interaktion mit euch, ihr lieben Stiere. Und freue mich auch auf das nächste Video mit euch. Und sage bis dahin und ganz bald. Ciao, ciao, eure Sunny.